Servus Leute, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Im letzten Part hat uns Bakura platt gemacht. Obwohl wir die allererste Karte, die wir gezogen haben, uns live von Himmelsdrache war. Egal. Nochmal. Ja, blablabla, das kennen wir schon alles. Ich habe ja gesagt im letzten Part, wir werden es jetzt mit unserem Deck versuchen, aber ich versuche es doch nochmal mit dem Geschichtsdeck. Vielleicht klappt es ja. Wenn ich jetzt wieder verliere, dann nehme ich mein Deck. Magiebuch-Bibliothek des Halbmondes. Also, manche Karten haben echt interessante Namen. Ich fange an. So, schauen wir mal. Okay. Einfach klare Sache. Ist ein Schildgärtner. Der fängt den Angriff ab, danach beschwört das schwarze Magiermädchen und dadurch dann den schwarzen Magier. Noch ein schwarzes Magiermädchen. Moment, zählt das schwarze Magiermädchen auch für schwarze Magier? Also sprich, wenn ich das schwarze Magiermädchen jetzt aus der Hand schmeiße, wird sie dann trotzdem stärker? Ein Trend dann Angriff für jede dunkle Magier oder Magier des schwarzen Chaos. Ich versuch's mal. Das Life der Himmelsdrache, geil. Nee, sie wird nicht stärker. Ein L oder nee, Jogen der Spiritist. Den hat er im Anime auch eingesetzt. Obwohl Jogen eigentlich total schwach ist. Ja. Schwarzes Magiermädchen, Attacke. Los, zauber ein bisschen. Zauber was Süßes. Entblöße dich, dann sterben alle Monster. So wie Orchid. Also von Killer Instinct. Das ist so ein Fatality Move, dass sie ihre Boobies zeigt und dann bekommen die Leute einen Herzinfarkt oder irgend sowas und dann fallen sie um und sind erledigt. Kein Schaden. Ach man, jetzt habe ich irgendwie kein Glück. Es bringt jetzt nichts direkt anzugreifen, weil er bekommt keinen Schaden. Nicht wahr? Nee, bekommt er nicht. Ach nee. Nein. Schwarzes Magiermädchen. Freundliche Wohltat. Baphomet. Ich meine, ich könnte einen Gazelle hinzufügen, aber nee. Busterblader? Eher nicht. Komm her, finstere Todesfurcht oder wie du heißt. Dunkle Todesfurcht. Jetzt wird der schwarze Magier Rache üben für das schwarze Magiermädchen. Weg mit dir. Ja, jetzt kommt das Teil wieder. Ach, du bist hässlich wie die Nacht. Ich glaube, ich muss auf meine Zauberhüte zurückgreifen. Kraftschwert. Was haben das Teil jetzt genau drauf? Während der Endphase, falls sich diese
gerade im Friedhof befindet, weil sie durch Erdengelskampf zerstört wurde. Solange du eine Monsterkarte war, die du kontrollieren kannst, will er auf uns was sagen. Oh nee, es ist dauerhaft, verdammt. Kann ich das Teil nicht mit dem Lichtkraftschwert binden? Nee, das geht leider nur die, die im Blatt sind. Und zack, die Garde gezogen. Los, Zauberhüte. Was ist denn das da? Gesammelte Kraft. Ach so. Nimm mal das. Oh, geht noch nicht. Was ist denn das da? Zerstörer auf einem Monster von Typ Unterwelt auf dem Spielfeld. Nee. Hätte ich vielleicht doch nutzen sollen, weil der ja viele Unterwälder nutzt. An den schwarzen Magier werde ich nicht vorbeikommen. Oh je. Naja, geht so. Das ist gut. Wenn ich Glück habe, habe ich Bakura jetzt besiegt. Moment, der greift mich noch nicht an, die beiden sind gleich stark. Ah. Habe ich einen Fehler gemacht, Mist. Das war doch nicht so klug. Ich brauche jetzt ein schwaches Monster. Ah, das nutzt mir nichts. Wie lange hält das Lichtkraftschwert? 4 oder 5 Runden? Werde ich eh gleich sehen. Ja, Gazelle, du kommst wie gerufen. Sicherheitshalber spiele ich das da auch noch. Irgendwie habe ich gewusst, dass da der gebundene Geist drunter ist. Ich habe es mir schon die ganze Zeit gedacht, aber ich wollte es nicht aussprechen. Nee. Das Lichtkraftschwert ist jetzt weg. Standby-Phase, nee. Battle-Phase. Nein! Das da will ich. Los, schwarze Magier! Verschwör dich! Gib's ihm! Boom. So. Bakura, alles in Ordnung? Hey, wo bin ich? Du bist jetzt mit deinen Freunden, Bakura. Nicht bei deinen Freunden. Ah, das Deutsche in diesem Spiel ist irgendwie für den Arsch. Naja. Ich bin froh, Bakura ist in Ordnung. Der Erinnerungsring ist ihm ein Puzzle. Er hält einen antiken Geist, den jemand anderen braucht, um zu existieren. Und auch wenn der Geist vom Ring böse ist und Bakura gegen sein Willen steuert, so scheint es, braucht dennoch Bakura, um zu überleben. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Bakura und mir. Was ist das? Der Geist in meinem Gegenstand ist mein Freund. Und du und ich, wir sind für immer für uns da, um uns gegenseitig zu unterstützen, egal was in unserem Weg kommt. Du warst da, um mir zu helfen, als mein Großvater in Schwierigkeiten war. Und jetzt bin ich hier, um dir zu helfen, die Welt vor dem Bösen zu retten. Ich verspreche, dass wir zusammen das Geheimnis deiner Vergangenheit herausfinden und wie du deine verborgenen Kräfte entsperrst, bevor Marek sie nehmen kann. Weil dein Schicksal ist auch meins und wir werden gewinnen. Das ist richtig. Das war ein hartes Duell, aber dank unserer Teamarbeit und das Herz der Karten waren wir erfolgreich. Jetzt gehen wir auf die zweite Runde zu und wir werden es den ganzen Weg schaffen. Wie du meinst, Yugi.
das Erwachen des Bösen. Während jeder auf das nächste Duell wartet, kehrte Yugi in sein Zimmer zurück, um sich auszuruhen. Er wurde plötzlich von einem Mann im Umhang und Turban überrascht. Shadi hieß er, glaube ich? Ja, sein Name war Shadi und er erklärte, dass er gekommen war, um Yugi Beratung für die Herausforderung zu geben, die vor ihm lagen. Wie hat Shadi noch schnell gesprochen? Wow, das ist alles schon so lange her. Ich bin der Hüter der 7 Millenniumsgegenstände. Ich bin hier, weil ich eine Störung in der mystischen Einstellung abermals spürte. Mystische Einstellung. Ja, da sieht man sie nochmal. Ra und Obelisk sehen irgendwie voll scheiße aus, aber Slifer sieht cool aus. Leider, er ist der Schwächste von allen. Alle 7 Gegenstände sind an Bord dieses Schiffes, sowie die 3 ägyptischen Götterkarten. Das bedeutet, dass alle Objekte, die in der Lage sind, die Welt zu retten oder zu zerstören, sind genau hier. Wirklich? Die Sicherheit der Erde liegt mit dir, Yugi. Beachte meine Worte. Wenn die falschen Personen die Kontrolle über eine der Millenniumsgegenstände oder eine der ägyptischen Götterkarten gewinnt, könnte die Folge katastrophal sein. Es ist schon fast einmal passiert, als Pegasus Duelmonsters erstellte. Ist es... aber wie? Alles begann... Oh, jetzt textet er mich zu. Das ist leider der einzige Haken an der Anime-Serie von Yu-Gi-Oh!, dass so viel Rückblenden sind und alles so sehr in die Länge rausgezögert wird. Dann wird nicht mal richtig anständig ein Duell gnadenlos durchgezogen. Aber nee, da muss 1000 Füller drin sein. Naja, alles begann, als Maximilian Pegasus zuerst in Ägypten ankam. Er war auf der Suche nach einem Verfahren zur Wiedervereinigung seiner verlorenen Liebe. Seine Suche führte ihn zu mir und ich schenkte ihm das Millennium-Auge, denn er war dazu bestimmt, es zu beschützen. Denn er war dazu bestimmt, es zu besitzen. So. Bald darauf entdeckte er die Ursprünge der antiken ägyptischen Schattenspiele. Pegasus wurde besessen von diesen Spielen und beschloss, sein Leben mit der Wiedererschaffung dessen zu widmen. Wiedererschaffung ist voll falsch geschrieben. Während einer seiner frühen Forschungsreisen zu den antiken Pyramiden plante Pegasus, die Steine der Darstellung der ägyptischen Gottmonster zu finden, über die er gelesen hatte. So leitete ich Pegasus und sein Team von Archäologen zu einem unterirdischen verborgenen Hohlraum unter dem Wüstensand. Eine stundenlange Reise zu Fuß war unsere Reise zu Ende. Pegasus ging in den schwach beleuchteten Raum. Wie versprochen, brachte ich ihn in die antike Ruhestätte der ägyptischen Göttertafeln. Pegasus fand, für was er kam, nie zu wissen, dass er dabei war, eine verheerende Kraft wie keine andere zu entfesseln. Oh, das hat sich anstrengend. Unser Gesicht ändert sich. Triumphierend kehrt Pegasus nach Amerika zurück, um seine Karten auf der Grundlage der Bilder zu entwerfen, die er auf den Steinen gefunden hatte. Er war dazu bestimmt, die ägyptischen Götterkarten zu wecken, oder Gottmonster oder was weiß ich. Aber er war nicht dazu bestimmt, ihre mächtige Magie zu kontrollieren. Obwohl Maximilian Pegasus die Prototypen der 3 ägyptischen Götterkarten beendete, flog er sofort nach Ägypten, um sie in das Grab neben den Originalzeichnungen zu versiegeln und ersparte der Welt ihre absolute Macht. Und mit Hilfe von Ishizu versiegelte Pegasus die Karten. Dann versucht Marek sie zu stehlen. Ja. Und wenn er seine Hände an alle 3 kommt, würden die Ereignisse verheerend sein. Ich kann dir versichern, dass Mark nie alle 3 ägyptischen Götterkarten halten wird. Mein Pharao, es ist eine Ehre für mich, wieder in deiner Gegenwart zu sein. Mein Pharao und deiner Gegenwart, irgendwie widerspricht sich das. Ich weiß, dass du die Welt wieder in Ordnung stellen wirst und ein Ende zu dieses Chaos setzt. Was ist denn das für ein deutscher Mann? Ja, Deutsch aus der Suppenkantine, hm? Genauso wie vor 5000 Jahren. Mein volles Vertrauen liegt in dir. Und er wird rot. In diesem Moment gaben die Lautsprecher bekannt, dass alle Finalisten in die Hauptteile zurückkommen sollten und Shadi verschwand. Das zweite Duell war zwischen Marek und Joey. Weil Odin vorgab, Marek zu sein, stand Odin vor Joey, bereit sich zu duellieren.
Los geht's, Marek. Es ist Zeit für ein Duell, um dich zu zerstören. Bereite dich auf die Niederlage vor. Verlass dich nicht darauf, Marek. Ich habe keine Angst vor dir. Schauen wir mal, ob ich mich besser duelliere mit Joeys Deck. Ja, der hat ja diese mystischen Bestien alle. Odeon. Also Joey hat es im Anime geschafft, sowohl Jinzo als auch die Insektenkönigin als auch den legendären Fischer zu beschwören. Und trotzdem hat er das Duell so gesehen verloren. Okay. Ich fange an. Hayabusa-Ritter. Wenn der Hayabusa-Ritter nicht so schwach wäre, hätte er sogar einen brauchbaren Effekt. Nicht gerade das Gelbe vom Ei, was ich hier in der Hand halte. Joey Deck eben. Oh. Mystische Synchro-Sack. Oh, stimmt. Er spielt ja zig Millionen verdeckte What? Der hat einfach mal sein ganzes Blatt gespielt. Alligator-Schwert. Es bleibt mir anders übrig. Moment mal. Ich habe eine fiese Idee, obwohl der spielt dann wieder alles. Das wird keinen Sinn ergeben. Spezialer Monsterzone und das Cut. Dann, ich warte erstmal noch mit der Riesentronade. Katze des Unglücks. Oh je. Will eine Fangkarte aus deinem Deck, mische dein Deck und lege. Wenn Tal der Toten offen auf dem Spielfeld liegt, kannst du die gewählte Karte auf die Hand nehmen. Jetzt hat er diesen magischen Armschild. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was er da hat. Wenn der Hayabusa-Ritter wirklich zweimal angreifen kann, dann kann er auch zweimal die Lebenspunkte angreifen. Das wäre praktisch. Also. Ich meine, der Hayabusa-Ritter sieht zwar ganz gut aus, aber wert ist er nichts. Außer einem zweimal Angriff. Haha. Zweimal Schlitzung. Jetzt spielt er wieder zig Millionen Verdeckte. Und ich glaube, den magischen Armschild spielt er jetzt auch. Wenn ich wüsste, was der alles hat. Raketenkrieger. Ach nee. Mehr beschützt, das war klar. Was ist denn das denn jetzt? Tiki-Fluch. Noch ein Tiki-Fluch. Weiß nicht mal, was. Das sind auch solche Karten? Oh nee. Autsch. Achso, er hat die Lebenspunkte. Hä? Warum hat er sie verloren? Ich verstehe es nicht. Und warum hat der Tiki-Fluch so viel Angriffskraft? Sagen wir, diese Karte ein Effektmonster ist, falls eine Karte, die ein Monster ist, gegen ein Monster zerstört das Monster deines Gegners. Ah, das heißt, wenn ich das Teil angreife, habe ich Dreck am Stecken, weil damit mein Monster zerstört. Marsch der Monarchen. Oh nee. Ekelig. Warum ist das Teil jetzt stärker? Achso. Weiß ich schon. Jetzt fängt der Scheiß wieder an.
Der Monster von deinem Deck auf dem Friedhof. Ja, mach mal einfach mal. Ist eigentlich eine total unnötige Karte, aber. Das schmeiß ich ihn weg. Zauberer der Zeit garantiert nicht. Der kann mir noch den Hintern retten. Schwertkämpfe von Lenz, da brauche ich eigentlich nicht. Andererseits. Merkt man, die Special-Karten glänzen und leuchten und alles Mögliche. Pantherkrieger, Insektenkönigin. Raketenkrieger im Vergleich zu den normalen hier, da im Schlachtenkrieger. Ich schmeiß mir den Insektenkönigin weg. Ich brauche die Fusionskarte. Ich warte noch eine Runde. In der Hoffnung, jetzt die Fusionskarte zu ziehen. Sündenböcke, verteidigt mich. Kriegst nichts dazu. Oh, doch, krieg dazu. Für jedes Monster, das ausrottet, 500 Angriffspunkte. Das gefällt mir gar nicht. Gut, jetzt muss ich Alligator-Schwert spielen. Aha. Chinzo. Ja gut, ja, ich muss dafür Lebenspunkte zahlen, das ist scheiße. Nee. Bringt mir jetzt sowieso nichts. Das Teil hat 4000 Angriff, das werde ich nie mehr los. Dass du nicht Tempel der Könige kontrollierst. Ja, ich muss den Tempel da unbedingt loswerden, sonst habe ich Probleme. Eigentlich nützt mir Shinzo jetzt überhaupt nichts. Ich glaube, mit Joystick gewinne ich gegen den nie. Weil das Teil wird immer stärker. Schild und Schwert, ja danke. Moment. Ah, verdammt. Ich bräuchte ein Monster mit 2100 Verteidigung. Und so kann ich die Bestie loswerden. Na Mann. Babydrachen nutzen mir jetzt überhaupt nichts. Das Teil fresht sich auf ohne Ende. Ah, shit. Zerstört alle meine Monster. Fusion, ja danke. Jetzt bekomme ich sie, jetzt wo sie mir nichts mehr nutzt. Ja, natürlich kann ich den Kettenbumerang nicht aktivieren, warum auch immer. Hoppla, so weit wollte ich gar nicht zurück. Ja, der Part ist sowieso vorbei. Das war Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht.